Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner 2048 Nachprogrammierserie, nenne ich sie einfach mal. Heute wollen wir weitermachen mit dem Projekt und zwar wollen wir heute die UI Swipe Gesture Recognizer einfügen, damit wir ein Feedback bekommen, ob das Vision funktioniert. Das Ganze können wir bequem in der View-Deload-Methode programmieren und ich finde, es geht fast schneller, also eigentlich schneller wie jetzt im Storyboard, das hin zu pfriemeln und naja. Jetzt geht's auf jeden Fall los und wir starten mit einem UI Swipe Gesture Recognizer und den nennen wir einfach Swipe Left und der ist gleich UI, upsala, zwei eckige Klammern auf, UI Swipe Gesture Recognizer Alloc wie immer und init with target self. Und dann brauchen wir noch eine Action, einen AddSelector, denn wir wollen dann die Action, was ausgeführt wird, in einer Methode ausführen und das ist der Selector, der hier eingetragen wird. Hier sagen wir swipe left action, dann sagen wir noch swipe left set direction, hier aufpassen, UI swipe gesture recognizer direction left natürlich. Und schließlich fügen wir noch dem View den Gesture Recognizer hinzu, self view at Gesture Recognizer swipe left. So, jetzt haben wir schon den Link, das Vision nach links haben wir jetzt, aber wir wollen dann natürlich auch die anderen Richtungen berücksichtigen, deshalb kopiere ich das Ganze und füge es dreimal hier ein und ändere jeweils die Namen von swipe left auf swipe right, dann hier swipe right action statt swipe left action. Hier können wir wieder den Namen einfügen, den kopiere ich auch mal hier rein, dass es schneller geht und wichtig natürlich noch die Richtung ändern. So, swipe right, dann haben wir swipe up, kopieren den Namen, hier einfügen, Direktion ändern und hier swipe up action. Ja, als letztes noch den Swipe Down, kopieren, einfügen und hier Swipe Down, natürlich auch noch die Swipe Down Action. Ja, jetzt können wir schon die Selektoren programmieren und das sind alles einfache Void-Methoden. Die bekommen nichts, die geben nichts zurück, einfach Void-Methoden. Und zwar heißen die Swipe Left Action. Dann können wir das wieder kopieren, fügen es dreimal ein, also right, up and down. Ändere ich hier kurz die Namen, swipe right action, swipe up action und schließlich swipe down action. Und jetzt zum Testen will ich hier einfach mal auf der Konsole ausgeben, links funktioniert. Dann kopiere ich das wieder und sage hier rechts funktioniert und hier sage ich hoch funktioniert und noch runter funktioniert. Ja, das war eigentlich schon unsere Wish-Methoden, so im leeren Sinne mal. Und wenn ich jetzt auf Ausführen gehe und Spiel starten, wenn ich jetzt wische, mit der Maus klicke und dann gedrückt halte, nach links zum Beispiel, erscheint hier unten links funktioniert, nach oben funktioniert, runter funktioniert und nach rechts funktioniert es auch. Gut, sehr gut. Dann haben wir das schon mal. Jetzt wollen wir natürlich auch, dass sich unser Teil dann bewegt. Ja, und das machen wir ganz einfach mit dem Selector, den wir da haben. Allerdings will ich jetzt erst noch den Teil-Array hinzufügen, denn ohne den geht sonst gar nichts. Denn wir brauchen ja was, wo wir durchiterieren, damit wir alle Teils ansteuern können. Deshalb sagen wir hier ganz oben erstmal self.tileArray. Oh, den haben wir hier noch gar nicht. Den müssen wir natürlich erst noch hier deklarieren. Sagen add property nonatomic strong und ns mutable array. Sagen hier tile array. Ja, jetzt können wir den auch synthesizen. Sagen hier noch tile array. Und natürlich müssen wir noch initialisieren. Self.tile array ist gleich ns mutable array alloc und init. So. Dann haben wir hier oben unsere Initialisierung, damit der Teil-Array auch benutzt werden kann. Ja, wo geht es jetzt weiter? Wir machen jetzt in den
in den Selektoren weiter und machen jetzt einfach mal das Grundgerüst, damit sich das Teil bewegt. So, also ohne Collision Detection und so noch. Wir prüfen jetzt einfach, ob es bewegbar ist und müssen allerdings noch in die Spawn-Teil-Methode, wo ich auch noch was vergessen habe, und zwar hier einfach self.tileArray add object und dann sagen hier Startteil. So, dann haben wir alle Tiles in unserem Array drin und das ist wichtig, denn wir brauchen was, wo wir durchiterieren können, wo wir dann später alles erkennen können. Jetzt aber los in die Swipe Left Action und hier sagen wir erst einmal eine Vorschleife for int i gleich 0, i kleiner als tileArray.count i plus plus. Also ganz normale Iterierung durch unseren tileArray. Jetzt für jedes Mal, wo wir da durchgehen, erstellen wir einen temporären TileView und sagen TileView, nennen den t ist gleich tileArray object at index i. Denn wir wissen ja, unser tileArray besteht nur aus TileViews. Deshalb ist auch jedes Objekt ein TileView. Ja, was wir jetzt machen, ist eine TilePosition, die wir letztes Mal ja schon deklariert haben. Wir bestimmen eine TilePosition und zwar sagen wir new position. Hier speichern wir dann später die neue Position ab, denn wir wollen ja die Differenz von der alten bis zur neuen und dann, dass wir diesen Weg animieren können. Deshalb sagen wir jetzt noch TilePosition. Old position ist gleich t.matrixPosition. Ja, hier wieder ein bisschen verwirrend mit den Datentypen. Unser Datentyp heißt TimePosition und matrixPosition ist die Variable von t. So, jetzt machen wir weiter und zwar wollen wir jetzt natürlich prüfen, wenn wir jetzt nach links wischen, ob das Teil schon am Rand ist, denn wenn es ganz links ist, im 0, 0 zum Beispiel, dann kann es ja weder nach oben noch nach links. Deshalb brauchen wir noch eine neue Methode und zwar heißt die eine ProofBounce-Methode. Da will ich einfach testen, ob die Tiles außerhalb vom Bereich sind, beziehungsweise am Grenzbereich. So, deshalb gehen wir jetzt nochmal weg von der Swipe-Left-Action, beziehungsweise wir brauchen diese Methode nachher an dieser Stelle. Deshalb will ich jetzt zuerst die Proof-Bounce-Methode programmieren. Die mache ich hier oben hin. Und zwar ist diese Proof-Bounce-Methode eine Methode, die einen Boolean-Wert zurückgibt. Und hier sage ich Proof-Bounce, Doppelpunkt. Und diese Methode erwartet auch einen Tile-View. Und diesen wieder temporären Tileview nenne ich tv und dann sage ich noch in direction Doppelpunkt integer direction. So, jetzt gibt er mir eine Fehlermeldung, weil er einen Boolean-Wert zurückgeben will. Und kurz was zu der Direction, zu der Richtung. Ich habe mir mal so überlegt, ja, man muss ja jede Richtung dann abdecken und man müsste für jede Swipe-Action dann nochmal extra eine Proof-Bounce-Methode schreiben. Wenn wir jetzt aber noch diesen Parameter übergeben, dann können wir alles in dieser Proof-Bounce-Methode checken, ob denn das Teil in die jeweilige Richtung schon am Rand ist. Genau. Deshalb sagen wir jetzt hier eine Switch-Case-Bedingung und sagen Switch-Direction, sagen Case 0. Ja, was soll jetzt der Case 0 sein? Ich mache hier mal einen Kommentar mit rechts, denn ich habe mir überlegt, dass wir einfach so im Uhrzeiger gehen und dann die Richtungen abklappern. Das heißt, rechtsrum ist 0, runter ist 1, nach links 2 und nach oben 3. Also, ja, ihr könnt es ja nicht sehen, wie ich jetzt gerade hier meine Hände bewege, aber mit dem Cursor rechts 0, 1, 2, 3. Ja, deshalb sagen wir jetzt hier Case 0 rechts, dann mache ich hier Case 1 runter, dann füge ich Case 2 hinzu, links und dann Case
3 hoch. So, jetzt haben wir das, unsere Cases und wollen jetzt natürlich noch eine Bedingung stellen, und zwar if tv Punkt Matrix Position Punkt X Position gleich gleich 3. Das heißt, wenn bei einer Rechtswischung, sage ich das einfach mal, wenn da unser TV schon am dritten Platz ist, dann soll es nicht mehr weitergehen, dann soll Return False kommen. Ja, und diese Bedingung kopieren, können wir jetzt einfach hier so nahtlos kopieren, sagen, wenn es runtergehen soll, dann müssen wir natürlich die Y-Position überprüfen und sagen hier if tv.matrixposition.y gleich gleich 3, return false. Ja, so geht es weiter mit links. Allerdings sagen wir hier x-Position gleich 0 und dann natürlich noch hoch. Hier sagen wir x, y-Position gleich 0. Und natürlich hat diese Methode jetzt überhaupt nicht die Chance, einen richtigen Wert zurückzugeben. Wir return jetzt immer false und hier unten noch gar nichts. Deshalb zeigt er hier auch an, dass wir da noch was machen müssen. Und hier sagen wir jetzt einfach return true. Ja, wieso return true am Ende? Man könnte denken, dass jetzt immer true zurückkommt. Nein, das ist nicht richtig. Denn wenn wir diese Methode aufrufen und es springt in diese Bedingung zum Beispiel, dann bricht die Methode mit Return False ab. Das heißt, es geht ja nur bis hierher und dann geht es weiter in der Swipe Left Action. Also es kommt nur, wenn alle Bedingungen nicht stimmen, dann Return True. Also ja, ganz einfach eigentlich. Und man muss es halt einmal verstehen, dann hat man das auch. Jetzt können wir auch weiter in der Swipe Left Action gehen. Und da will ich jetzt weitermachen mit einer While-Schleife. While. Und jetzt self proof bounds t in t in direction. Jetzt müssen wir überlegen, links ist zwar 0 nach rechts, 1 nach unten, 2 nach links. Also sagen hier direction 2. Und jetzt machen wir so lange eine Bewegung, deshalb auch die While-Schleife, solange proof bounce true zurückgibt, sollen wir uns bewegen, logischerweise. Und deshalb sagen wir jetzt hier new position ist gleich t.matrixposition und new position.xposition ist gleich t.matrixposition.xposition minus 1. Denn wir wollen ja immer x-Position minus 1 machen. So, jetzt sagen wir noch t set matrix position new position. Und ja, wenn wir Lust haben, können wir jetzt hier noch die Matrix-Position ausgeben. Ist eigentlich ganz gut zu wissen. NSLog sage ich hier noch x-Prozent-D und y-Prozent-D. Dann haben wir zwei Werte und sagen hier t.matrixposition.x-Position und t.matrixposition.y-Position. So, ja, wir haben jetzt hier die Methode und wollen jetzt am Ende natürlich noch ausführen. Wir müssen jetzt immer noch in der Vorschleife bleiben. Upsala. Und wir berechnen jetzt die Differenz zwischen den zwei Positionen und sagen deshalb int difference ist gleich old position Punkt x position minus t.matrixposition Punkt x-Position. Ja, warum minus? Wir können diesen Code jetzt eigentlich überall verwenden, denn wenn es minus minus ist, also wenn der Unterschied negativ ausfällt, dann wird es automatisch dazu addiert und es kommt wieder richtig dabei raus. Jetzt das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist eine Animation, und zwar UIView Begin Animations 0 Context Nil. Und dann geht es weiter mit UIView Set Animation Delegate, Delay nicht, Delegate wollen wir, Self, dann sagen wir UIView Set Animation Duration, sagen 0,2, das müsste eigentlich reichen, und jetzt noch
die tatsächliche Änderung t.center ist gleich cg.point make und hier sagen wir jetzt t.center.x minus difference mal 80. So, und t.center.y natürlich, denn das bleibt ja gleich, wenn man nach links wischt. So, UI View, Commit Animations und schon haben wir unsere Animation fertig. Ja, was wollen wir jetzt noch hier machen? Wir wollen ein neues Teil noch erstellen am Schluss und sagen deshalb hier self perform selector add selector spawn tile with object nil, aber wir wollen eine Verspätung von 0,3 haben, denn wir wollen erst die Animation ausführen und dann ein neues Teil spawnen. So, ja, das war schon der Inhalt von unserer Swipe Left Action. Theoretisch können wir jetzt das Ganze kopieren, allerdings müssen wir jetzt noch aufpassen, damit wir da uns nicht verhakeln und deshalb müssen wir da ganz genau aufpassen und sagen hier nicht Indirection 0, sondern Indirection 0 statt Indirection 2. Und jetzt sagen wir hier New Position gleich t.MatrixPosition, das passt. New Position.xPosition gleich t.MatrixPosition.xPos plus 1, denn wir wollen ja nach rechts. Und ja, hier unten kann alles gleich bleiben, denn wie gesagt, mit dem Minus hebt sich das gegenseitig auf. Und ja, dann geht es weiter in der Swipe-Up-Action. Hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den Y-Wert nehmen. Und deshalb sagen wir self-proof bounce in direction 1, nee, 3, also 0 rechts, 1 runter, 2 links, 3 hoch, genau. Dann sagen wir new position.y-position gleich t.matrixposition.y-position minus 1. Das stimmt auch, okay. Die Differenz müssen wir jetzt hier ein bisschen ändern, und zwar den x-Wert wollen wir natürlich nicht mehr ändern, sondern wir wollen jetzt den y-Wert ändern und sagen t.center.y minus difference mal 80. Also ihr merkt, wir legen hier nur minimale Integer-Werte fest und dann sagen wir, multiplizieren wir die auf 80 hoch, damit wir immer einen Teil rüberrutschen. So, jetzt am Schluss noch die Swipe-Down-Action und hier machen wir das gleiche in grün, sagen direction 1, denn rechts 0, runter 1, dann sagen wir hier y-position plus 1 und dann natürlich auch hier noch die Zeile ändern, wo wir sagen, die x-Position lassen wir und dafür ändern wir die y-Position, also t.center.y minus difference mal 80. Ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt soweit mal. Ich probiere es einfach mal aus und klicke auf Run. Und wenn wir jetzt nach links wischen, sollte unser Teil schon... Ja, es funktioniert. Hier oben funktioniert es noch nicht, denn wir haben noch keinen Fall, wenn etwas belegt ist. Aber wir können immer hier und her rutschen. Wir addieren einfach alles auf. Ja, soweit klappt es alles. Nach oben geht es allerdings nicht. Warum geht es nicht nach oben und nach unten? Da müssen wir nochmal kurz überprüfen und müssen gucken. Y-Position. Ah, ja, natürlich, die Swipe Down und die Swipe Up haben wir hier auch nur die Y-Position. Deshalb müssen wir hier auch das ändern. Diese Zeile, die Difference, soll natürlich nicht der X-Wert sein, sondern der Y-Wert. Ich gucke mal, ob wir das hier kopieren können. Ja, das sieht gut aus. Kopieren wir hier es, fügen es hier ein und jetzt sollten wir nahtlos nach unten, nach links, nach rechts, nach oben in alle Richtungen schon mal, ja, fahren können. Natürlich sieht man jetzt hier, dass sich die alle überlagern und das wollen wir dann nächste Woche ändern und außerdem
kann es auch sein, dass wir hier einfach spawnen und es spawnt auf dem gleichen Platz. Also das ist auch noch nicht optimal. Da machen wir dann nächste Woche weiter. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über euer Feedback freuen. Bis nächste Woche nicht, denn ich bringe die jetzt eher schneller raus, die Videos. Also, tschüss.